Wacher Blick, entspanntes Beobachten, Morgenvisite eines Luchses auf einem Schulsportplatz in Oberursel. Erste Gedanken beim Hausmeister? So eine Mischung aus oh Scheiße und beeindruckt. Ja. Also schon ein tolles Tier, sehr anmutig, wie er hier saß, hat uns beobachtet, wusste wohl auch nicht so recht, was da jetzt geschieht. Wer weiß, wie lange er hier schon sich ausgeruht hat. Und also ich habe mich dezent im Hintergrund gehalten. Ich wollte auch nicht zu nah ran. Ratlosigkeit auch bei der angerückten Polizei. Die Zäune sind recht hoch. Wie ist der denn dann hier reingekommen? Ja, ich vermute, dass ein Luchs schon in der Lage ist, vielleicht hier am Bachlauf oder so ist eine Lücke. Oder hier laufen mehrere Bäche durch, dass er sich vielleicht darunter durchgedrückt hat. Ich vermute aber auch, dass so ein Zaun für ihn kein Problem ist. Anruf beim zuständigen Förster. Was will der hier? Wahrscheinlich hat er sich da auch vielleicht sonnen wollen. Direkte Futtersuche würde ich jetzt nicht unterstellen, dass er da zur Schule Weg auf Futtersuche hinkommt. Das wäre ja auch ein Ding. So oder so. Das Tier muss wieder zurück in den Wald. Dann kamen die Polizisten hier so im Viertelkreis auf ihn zu, leicht lärmend und klatschend. Und dann hat er erst hier hinten sich versucht zu verstecken. Ich hatte gedacht, dass er auf jeden Fall hier hochspringt und dass der Zaun kein Hindernis ist. Aber dann hat er versucht, hier raus abzuhauen und ist dann am Ende hier die Treppe hoch durch die Tür und da oben dann aus dem Tor raus. Das ist auf jeden Fall eine große Besonderheit. Luchse sind sehr selten und auch handelt sich um eine geschützte Art. Und Spaziergänger oder sonstige Waldbesucher bekommen sowas nur sehr selten zu Gesicht. Selbst von Experten, die ja auch am Luchs forschen, die kriegen nur sehr selten ein lebendes Exemplar zu Gesicht. Alles schön und gut, aber auf einem Schulgelände? Besuch ist ja nett, vor allem, wenn er auch wieder geht.